Zunächst mal, wenn wir jetzt schon mal live auf YouTube sind und so viele gerade zuschauen, auch erstmal vielen lieben Dank für die letzten ja, 7 Jahre. Es ist schon, ich gehöre bei YouTube nicht zu den ursprünglichen Anfangs-YouTuber der Deutschen. Ich bin ja aber auch schon einer von denen, die eigentlich mit so. Ich bin so eingestiegen, als es schon so ein paar Jahre ging. Also 2006, 2007 hat es ja angefangen. Ich bin 2011 eingestiegen, also so etwa 4, 5 Jahre später. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir quatschen jetzt einfach mal ein bisschen. Ich wünschte, ihr würdet euch mal ein bisschen vernünftiger verhalten im Stream, bitte. Wir machen jetzt einfach mal einen kurzen Stream darüber. Musik läuft leider nicht, anders als auf YouNow. Auf YouNow läuft ja immer Musik im Hintergrund. Das darf ich auf YouTube leider nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Ich mit meinen ganzen auch Klicks gemacht habe. Was mich immer gefreut hat, waren so Sachen, wo ich so Effektvideos gemacht habe. Irgendwie so einen Feuerball heraufbeschwören und irgendwo einen Feuerball hinschmeißen, Hauptsache Explosion. Sowas hat auch sehr, sehr viele Klicks immer generiert, was ich sehr geil fand. Weil es hat halt wirklich immer viel Zeit gekostet und viel Aufwand. Und hat mir auch natürlich ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil ich hier und da, ich hatte dann einen Effekt, der hat mir nicht gepasst, dann musste ich einen anderen Effekt hernehmen. Jetzt hatte ich aber die Pose für diesen Effekt schon, also musste ich einen Effekt finden, der für diese Pose passt. Oder ich muss das Ganze nochmal neu aufnehmen und so weiter. Und das ist halt auch schon immer so eine Sache, da hängt man an so einem 20-Sekunden-Video oder so, also an einer Minute hängt man da halt mal ein paar Stunden, wenn nicht ein paar Tage dran. Ja, was eigene Kompositionen und so ein Zeug angeht. Worin ich gut bin, ist mir Geschichten ausdenken. Geschichten mir ausdenken, Geschichten niederschreiben, ja. Schreiben technisch, nein. Also ich mache halt viele Fehler beim Schreiben, aber ich bin halt sehr gut darin, mir zum Beispiel Sachen zu überlegen, mir Geschichten auszudenken. Ich kann mir direkt aus den Fingern, sagt mir immer so schön, ich kann mir aus den Fingern irgendwelche Geschichten rausziehen, die halt keine Ahnung. Du sagst mir 3 Sachen und ich bastel dir eine Geschichte zusammen. Du sagst mir zum Beispiel, weil wir jetzt den Namen haben, Drache. Du sagst mir Mickey Mouse Baby und du sagst mir, keine Ahnung, was ist das hier? Himbeer-Eiscreme-Soße. So. Dann erzähle ich dir eine Geschichte von zum Beispiel, lass mich mal eine Sekunde überlegen. Das Mickey Mouse Baby wurde von einem Drachen entführt. Es hatte gerade noch sein Eis in der Hand mit der Himbeersoße und wusste nicht, was passiert ist. Vor lauter Schreck hat das Eis fallen lassen, hat angefangen zu weinen und dann hat der Drache einen Schreck gekriegt und fast das Baby fallen lassen, wollte es aber eigentlich nur zu seinen Eltern bringen, weil sie es verlaufen hat. Also schaut er, dass er so schnell wie möglich hinterherfliegt, dass er das Eis auch sammelt mit der Himbeersoße drauf und wie er es dann noch gerade erwischt hat, hat sich das Baby wieder gefreut, er hat sich gefreut und hat es dann zu seinen Eltern zurückgebracht. Das mag jetzt ein bisschen lächerlich klingen und ist natürlich jetzt hat jetzt natürlich nur Inhalt und nur Story in dem Sinne. Aber wenn ich mir zum Beispiel, ich habe, das wäre vielleicht auch meine Idee tatsächlich für ein Video oder so, wo man tatsächlich sagt, okay, passt auf, wir machen ein Video mit, also ich mache ein Video auf YouTube, wo ich euch um, sagen wir mal, keine Ahnung, 10 Begriffe bitte. Das können völlig banale Begriffe sein und ich mache dann ein Video, wo ich nehme mir dann 1 oder 2 Tage Zeit, schreibe dann eine richtig geile Geschichte. Das war natürlich gerade recht lächerlich. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mehr aufgeschrieben hätte, dann hätte ich zum Beispiel mehr Handlung hinzugefügt. Ich kann halt richtig lebendig das schreiben und richtig lebendig das auch erzählen. Und dann hätte ich quasi eine richtige Handlung daraus gemacht und so eine Art Hörbuch. Das wäre zum Beispiel mal eine geile Idee für den Kanal Drachenbade, für meinen Drittkanal. Hat wahrscheinlich sogar noch von Mami und Papi 50 € im Monat Taschengeld gekriegt. Und dann denke ich mir halt einfach, nein, ich habe 5 € im Monat gekriegt früher und das bis ich 16 war. Und dann habe ich einen 20er gekriegt und das auch bloß im Monat und nicht im Jahr.
wobei man dazu sagen muss, ursprünglich war natürlich, bis ich 14 war oder was, war natürlich mein Taschengeld Mark noch. Aber trotzdem, und das ist halt einfach, das ist halt so eine Sache, da denke ich mir halt einfach nur, was soll der Blödsinn, ne? Was soll der Geiz? Da kommen Leute hierher und haben keine Ahnung von dem, was ich bin oder von dem, wie ich real bin. Aber es müssen Leute hierher kommen und mir am besten mit einem Schlagstock die Fresse polieren oder mich mit einer Waffe bedrohen, mich mit einem Messer abstechen wollen, mir einen Zahn ausschlagen und was weiß ich alles. Und anstatt, dass es, also es gibt natürlich viele Menschen, das sind natürlich jetzt nur die negativen Beispiele. Es gibt natürlich auch sehr viele positive Beispiele, wie zum Beispiel, an meinem Geburtstag habe ich jetzt zum Beispiel dieses geile Samurai-Schwert bekommen, ne? Habe ich jetzt hier liegen gerade im Moment, habe ich dieses geile Samurai-Schwert zu meinem Geburtstag bekommen. Ich will gar nicht wissen, was das Ding gekostet hat. Das ist richtig geil. Oder ich habe zum, ja gut, okay, das war von meiner Freundin. Ich habe von meiner Freundin zwei Poster zum Geburtstag, zu Weihnachten gekriegt, letztes Jahr. Das war waren zwei Poster von The Legend of Zelda Breath of the Wild. So. Schau, dass er von meinem Grundstück runtergeht und verpisst euch. Euer Kennzeichen habe ich auch aufgenommen. So. Schau jetzt, dass du von meinem Grundstück runterkommst und verpiss dich. Dein Kennzeichen habe ich. Du hast hier nichts verloren und du brauchst hier auch nicht auf dummen Assi zu machen. Du brauchst auch nicht zu erzählen, was du laberst, denn ich rede über mein Handy, über die Kamera und hocke im Wohnzimmer und höre dich nicht. Schau, dass du dich verpisst, du Affe. Aufgenommen habe ich dich auch gerade mit dem Scheißdreck. So, Entschuldigung. Gut. Machen wir das Ganze mal auf einen neuen Versuch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier die ganze Zeit abgeht. So, und dann sagen die Leute immer, auf Juno läuft es schlechter als hier. So. Grüße gehen raus. Nein, Grüße gehen nicht raus, weil Grüße fliegen jetzt raus. Und zwar mit einem fetten Bannhammer. So. Warum müssen sich Menschen wie Scheiße aufführen? Ich verstehe es nicht. So. Ach ja.